Ciao a tutti e benvenuti dallo stabilimento UTECO. Hallo alle zusammen, herzlich willkommen aus dem UTECO Quattrowerk von Verona. Ich bin Pietro und werde heute einen Vortrag halten. Bei der heutigen Präsentation sprechen wir über vier Unternehmen, die ihre Anstrengungen vereint haben, um Packaging-Lösungen zu finden, die innovativ und vor allem nachhaltig sind. Und das sind vier Leader-Unternehmen im Packaging-Bereich. Hier neben mir habe ich Elisabetta Farnese, sie ist Application Development Manager von Novamont. Und daneben sitzt Anan Yassad, er ist Sales Manager für den Nahen Osten und Afrika. Dann begrüßen wir Claudio Martini, er ist Sales Manager von Ticino Plast. Und last but not least Pierangelo Brambilla, Product Director Global Laminating Adhesive and Cold Seals Functional Coatings von Sun Chemical. Vielen Dank und willkommen. Gut, dann kommen wir gleich zum Punkt. Bei der heutigen Präsentation geht es um Nachhaltigkeit, habe ich ja schon gesagt in der Einführung. Das ist eins der Musts bei allen Produktionsbranchen. Und einer der betroffensten Bereiche ist der Packaging-Bereich, wo unter anderem ein großer Wandel im Gange ist, der das Packaging im Allgemeinen angeht, aber vor allem auch das Food-Packaging. Und eine der größten Triebkräfte dieses Wandels ist die Behandlung der Verpackungen, wenn sie ihre Lebensdauer überschritten haben. Und vor diesem Hintergrund haben sich diese vier führenden Unternehmen in der Branche ihre Anstrengungen vereint, um eine Lösung zu finden und neue, innovative, nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen. Diese vier Unternehmen sind Novamont, Sun Chemical, UTECO, unser Gastgeber, und Ticino Plast. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit unter diesen vier Unternehmen ist ein vollkommen kompostierbares Packaging, bei den Materialien und Rohstoffen mit einem hohen Anteil an nachwachsenden Rohstoffen verwendet wird und die wesentlich umweltfreundlicher sind als die vorherigen. Und da geht aber auch nichts verloren an Technologie und Kommunikation. An dieser Stelle möchte ich sofort Elisabetta Farnese das Wort übergeben von Novamont für die Präsentation des Unternehmens. Ja, vielen Dank. Novamont ist das führende internationale Unternehmen im Bereich der Biokunststoffe und Biochemikalien, die durch die Integration von Chemie, Landwirtschaft und Umwelt gewonnen werden. Wir haben 600 Mitarbeiter in verschiedenen Produktionsanlagen und Forschungszentren. Wir haben 9 Compounding-Linien für insgesamt 200.000 Tonnen pro Jahr. Und dann haben wir 6 Polymerisationslinien für Origobi mit insgesamt 110.000 Tonnen pro Jahr. 2021 haben wir mit einem Umsatz von etwa 340 Millionen Euro abgeschlossen. Novamont fördert ein Kreislaufmodell, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Und dieses Modell haben wir in 30 Jahren aufgebaut und es stützt sich auf 3 Säulen. Erst einmal die Reindustrialisierung von stillgelegten Standorten, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wobei erstmals eigene Technologien weltweit erstmals eingesetzt werden. Dann haben wir die Entwicklung integrierter landwirtschaftlicher Versorgungsketten mit geringeren Umweltauswirkungen. Und die Entwicklung von Produkten und Anwendungen zur Lösung von ökologischen und sozialen Problemen, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit Wasser- und Bodenqualität. In der Verpackungswelt glauben wir, dass kompostierbare Materialien verwendet werden können bei der Verpackung, die derzeit aus mehreren Materialien bestehen, also Multimaterial, und nicht recycelt werden können oder bei Verpackungen, die zu klein sind für die jetzigen Sortieranlagen oder auch für Verpackungen, die nach dem Gebrauch mit Lebensmitteln verunreinigt sind und deswegen im Endeffekt wieder im Restmüll landen. Und das wollen wir verhindern. Vielen Dank, Elisabetta. Gut, Anan, wie geht UTECO die Herausforderung der Verschmutzung beim Druck und beim Packaging an? Erst einmal herzlich willkommen, Pietro. Herzlich willkommen auch an all unsere Partner hier in unserem Werk. Ich möchte Sie willkommen heißen und jetzt fangen wir mal an mit einer Einführung von UTECO. Wir sind Teil von NB Renaissance Partners. Das ist ein internationaler Investmentfonds und arbeiten mit Weltklasse-Unternehmen zusammen. Und wir entwickeln innovative und nachhaltige Lösungen im Packaging-Bereich.
Die Uteco-Gruppe verfügt über 5 Werke in Italien und den USA. Dazu gehört auch unser Spitzenzentrum für Forschung und Entwicklung, das Convertron. Und hier untersuchen wir ständig technische Lösungen im Bereich von Converting und Druck in all unseren Geschäftsbereichen. Und wir wohnen einer ständigen Expandierung bei. In dieser Hinsicht konsolidieren wir auch unsere Entwicklungen. Integrierte Entwicklungen mit großen Konzernen in der Lebensmittelindustrie und auch mit anderen wichtigen Brands im Food- and Beverage-Bereich, im Gesundheitswesen, im Einzelhandel und auch bei der Verpackung im Allgemeinen. Außerdem führen wir ständig innovative Druck- und Entwicklungstests durch und entwickeln neue Verpackungstechnologien im Zeichen des Umweltschutzes und der Sicherheit des Endverbrauchers. Die Themen, auf die Uteco und der ganze Markt am meisten konzentriert sind, sind hauptsächlich die Entwicklung neuer Technologien im Packaging-Bereich, die Digitalisierung, die Nachhaltigkeit, also praktisch ganz aktuelle Themen. Und das ist praktisch der Hauptmarkttrend beim Druck und auch beim Converting, aber auch auf dem allgemeinen Markt. Uteco beteiligt sich aktiv an Projekten und Initiativen zur Entwicklung nachhaltiger Technologien, wie zum Beispiel bei wasserbasierter und EB-Farben sowie Maschinen, die Technologie und Umweltverträglichkeit miteinander verbinden, wie die lösemittelfreien Kaschier- und Beschichtungsmaschinen Dualamp und Rainbow 4.0 und die Flexo-Druckmaschinen mit EB-Tinten wie Onyx XS Eco One. Wir glauben bei Uteco, dass die Zukunft unseres Unternehmens und der ganzen Branche von der Entwicklung neuer Technologien abhängt, die immer nachhaltiger werden müssen und immer mehr auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden müssen. Und deswegen investieren wir auch immer mehr in Forschung und Innovation. Danke, Anan. Dann sprechen wir mit Claudio Martini über Ticino Plast. Bitte sehr. Ticino Plast ist ein Unternehmen, das seit über 50 Jahren Blasfolien extrudiert, hauptsächlich aus Polyethylen. Unser Markt erstreckt sich über Food and Beverage, Pharmazie, Personal Care, Pet Food und Industrie. Wir sind als technologischer Marktführer anerkannt, der stets auf die Entwicklung und die Erforschung neuer Materialien für flexible Verpackung achtet. 15.000 Tonnen werden pro Jahr produziert mit der Aussicht auf ein großes Wachstum, dank der Erweiterung der Produktionslinien und internationaler Partnerschaften. Wir verkaufen in Italien und auch im Ausland und unsere Stärken sind vor allem Innovation, Forschung und Entwicklung, enger Kontakt zu unseren Kunden, Service und Unterstützung vom Entwurf bis zur Endproduktion. BRC, ISO, ESSC Plus, das sind unsere Zertifizierungen. Claudio, wie gehen Sie bei Ticino Plast mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Ticino Plast hat sich für die Kreislaufwirtschaft entschieden, schon seit einigen Jahren. Und wir haben hier verschiedene Maßnahmen, ganz konkrete, wiederverwenden, reduzieren und recyceln. Wiederverwendung ist in unserer Branche leider nicht praktikabel. Wir haben uns eher darauf konzentriert, die mit unseren Folien hergestellten Verpackungen zu reduzieren und wiederverwertbar zu machen, ohne die Eigenschaften der Folie zu verändern. In diesem Sinn hat sich Ticino Plast in den letzten Jahren auf die Erforschung von Lösungen konzentriert, die das Gewicht der Verpackung durch die Reduzierung der Dicke durch technischere Folien und die Verringerung der Dichte durch geschäumte Folien verringern. Mit unseren internationalen Partnern haben wir auch an bioorientierter Polyethylenfolie entwickelt, die sowohl für Druckverfahren als auch für die Veredelung durch Beschichtung oder Vakuumverfahren geeignet sind und Barriereeigenschaften gegenüber Sauerstoffgasen, Aroma und Wasserdampf gewährleisten. Im Bereich des organischen Recyclings hat Ticino Plast mit der Zusammenarbeit mit Novamont eine Reihe von kompostierbaren Folien entwickelt. Aus diesen Gründen haben wir im Juni 2020 den Next Film bei Ticino Plast Linie auf den Markt gebracht, eine neue
Generation von Verpackungsfolien und das ist Ausdruck des Unternehmens für die Kreislaufwirtschaft und die Umwelt. Vielen Dank, Claudio. Dann geht es weiter mit San Chemical und Pierangelo, bitte sehr. Hallo, danke schön, Pietro. Nur eine ganz kurze Vorstellung des Unternehmens. Sun Chemical ist die Gruppe DIC und wir haben einen Umsatz von etwa 8,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist ein sehr großer Konzern, der eine globale Präsenz gewährleisten kann und auch zeitnah lokale Dienstleistungen. An dieser Folie möchte ich besonders hervorheben, wie beträchtlich die Investitionen von Sun Chemical in Forschung und Entwicklung sind, die natürlich mit spezifischen Innovationsprogrammen verbunden sind, um dafür zu sorgen, dass wir immer nachhaltigere Lösungen anbieten können. Das ist ja das Ziel unseres heutigen Treffens. Die jüngste Übernahme von BASF Colors and Effects wird auch weitere Möglichkeiten mit sich bringen hinsichtlich der Technologie und der Nachhaltigkeit unseres Konzerns. Dann ein weiteres wichtiges Thema, das ich betonen möchte, ist, dass Sun Chemical nicht nur ein marktführendes Unternehmen bei Farben ist, mit Lösungsmittel- und wasserbasierten Technologien, Tiefdruck, EB-Offset, UV- und Digitaldrucktechnologie, sondern auch noch viel mehr Produkte umfasst, wie zum Beispiel hinsichtlich der funktionellen Beschichtung mit Wasser, fettbeständigen Lacken, Produkte mit Sauerstoff, UV- und Mineralölbeständigen Produkten, dann Grundierungen, heißsiegelfähige Lacke mit Barriereeffekt und all das wurde, wie wir später noch sehen würden, auch bei der Entwicklung dieser Projekte verwendet in Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Nachhaltigkeit ist seit Jahren im Mittelpunkt unserer Geschäftsprozesse und bestimmt auch die Art und Weise, wie wir unsere Produkte vertreiben und entwickeln und produzieren und wie wir mit unseren Kunden und Lieferanten zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt steht unser 5R-Konzept. Das ist also immer ausschlaggebend, auch bei der Entwicklung von Verpackungen. Und das ermöglicht dann auch den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. Die 5Rs sind praktisch unsere Grundlage für die Nachhaltigkeit. Und das betrifft die Wiederverwendung, die Reduzierung, die Erneuerung, das Recyceln und die Umgestaltung. Heute sind wir an der wichtigsten Phase der Neugestaltung von Verpackungen beteiligt, wie zum Beispiel der Übergang von Multimaterial zu Monomaterialverpackungen oder die Umstellung von Kunststoff auf Papier oder auch allein das Interesse an der Bewertung der Umweltauswirkungen verschiedener Drucktechnologien. Das sind also alles Aspekte, die momentan untersucht werden. Und dann gibt es noch vier grundlegende Aspekte, die berücksichtigt werden müssen bei der Entwicklung nachhaltiger Produkte. Der erste betrifft den Lebenszyklus, das heißt Lösungen, die wir auf den Markt bringen und die auch innovativ und nachhaltig sind. Dann die Verpackungskosten, die müssen natürlich nachhaltig sein, auch hinsichtlich der Kosten. Dann dürfen wir natürlich keine Kompromisse eingehen bei der Lebensmittelsicherheit und bei der Lebensmittelverschwendung. Das ist auch ein weiteres wichtiges Thema für uns. Und dann schließlich ist es ganz wichtig, dass sich auch die Politik und die Gesetzgeber sehr stark einsetzen dafür, dass die Vorschriften gewährleistet werden. Vielen Dank, Pierangelo. Dann, Anand, bitte, kannst du uns mal unterschreiben, wie die vier Unternehmen ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zusammengelegt haben? Ja, mache ich gerne. Also, dank der gemeinsamen Nutzung unserer Technologien mit unseren Partnern, die heute hier sind, haben wir unsere Maschinen mit zweckmäßigen Lösungen ausgestattet. Eine Lösung, die die biologische Abbaubarkeit mit kompostierbaren Materialien verbindet, und hier geht es um Biopolymere, Druckfarben, Klebstoffe, Barriereprodukte, Substrate, und die Verbindung eben mit Extrusionstechniken, Druck-, Laminierungs- und Kaschierungstechniken, das ist ausschlaggebend. Und die verschiedenen Lösungen sind also ideal für das Food Packaging, weil sie ähnliche technische Eigenschaften haben wie die, die momentan verwendet werden. Aber nach dem Gebrauch können sie recycelt werden oder es kann auch eine industrielle Kompostierung dann stattfinden. Welche Flexodruckmaschinen haben Sie verwendet?
Also Uteco hat praktisch seine Flexodruckmaschinen auf die Verarbeitung dieser Materialien angepasst. Und die wichtigsten Änderungen betrafen bestimmte Zonen. Beginnen wir mit der Trocknungszone. Hier wurde die Verdunstung verbessert und auch die Energieeinsparung. Dann die Materialspannung. Hier sprechen wir von Walzen, speziell gelagerte Walzen. Und auch eine ganz spezielle Wickelmethode, die entwickelt wurde. Dann die Phase der Materialaufwicklung wurde mit hochempfindlichen Systemen und besonderen Pressen auch angepasst. Und auch hier wurden Technologien verwendet, wie bei der Onyx XS Eco One beispielsweise. Hier haben wir die EB3-Technologie angewendet, bei der im Druckverfahren elektronenstrahlgetrocknete Druckfarben verwendet werden. Und das reduziert natürlich auch die Produktionskosten und bietet sichere, zertifizierte Produkte, vor allem für die Lebensmittelverpackungen. Neben dem Druck können wir auch Beschichtungs- und Kaschierungsprozesse durchführen. Und das der Electrobeam-Technologie. Und dann haben wir noch das Schneiden und das Wickeln mit unserem speziellen Stromarmwickler. Gut, wir haben die Diamond HP, die extrem effizient ist und eine sehr hohe Flexibilität und Geschwindigkeit und auch eine gute Druckqualität aufweist und minimale Auftragswechselzeiten hat. Gleichzeitig haben wir diese Maschine sehr vielseitig und präzise ausgestattet, auch dank der Einstellungssysteme. Und mit einem automatischen Register. Und so haben wir hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Zuverlässigkeit der Druckgruppenstruktur und des neuen Trocknungssystems zusammen mit der Stabilität der doppelten linearen Farbführung macht aus der Diamond HP eine der Spitzenmaschinen in der Kategorie von Flexodruckmaschinen. Wir sitzen hier vor der Dualamp, einer Laminiermaschine. Ich würde also gerne etwas darüber wissen. Natürlich, also all unsere Prozesse umfassen ja nicht nur den Druck, sondern all unsere Kaschiermaschinen verfügen auch über ein integriertes System zur Beschichtung und zum Kaschieren. Und zwar sowohl Lösemittel als auch lösemittelfrei oder mit wasserbasierten Multiprozessen. Sie verfügt über ein äußerst flexibles Design, das durch die Auswahl innovativer Ausstattungs- und Technologieoptionen auch individuell angepasst werden kann. Die Dualamp, also dank der Anwendungstechnologien auch von zwei Komponentenklebern über zwei Beschichtungseinheiten, das reduziert also die Verwendung des Laminatmaterials. Und das ist natürlich gleichzeitig auch wesentlich nachhaltiger. Das Laminatmaterial kann nun nach nur 24 Stunden wiederverwendet werden, was natürlich auch die Lagerkosten reduziert. Für dieses Projekt haben wir Änderungen vorgenommen, und zwar konstante Änderungen an der Aufrechterhaltung der Temperatur und auch an der Verteilung von Klebstoffen für eine bessere Qualität. Und das bedeutet, dass nun auch das Material besser gespannt werden kann durch hochsensiblere Systeme, die wir entwickelt haben. Eine ideale Maschine für kurz- und mittlere Abzüge von lösungsmittelfreien Laminaten, Food Packaging. Anan, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung der Verbesserungen, die ihr an euren Maschinen vorgenommen habt. Und jetzt schauen wir uns ein erstes Video an. Die Zusammenarbeit zwischen Nova Monticino Plast, Sun Chemical und Uteco hat zur Entwicklung eines kompostierbaren Laminatkonzepts für Lebensmittelverpackungen geführt, bei dem jeder Partner einen Beitrag zur Innovation geleistet hat. In den Bereichen Rohstoffe, Verarbeitungstechnologie, Druckmaschinen, Beschichtungen, Druckfarben und Klebstoffe, was Verarbeitern und Markeninhabern zahlreiche Lösungen für die Gestaltung und Herstellung flexibler Verpackungen bietet. Die Struktur wurde mit zwei Folien von Ticino Plast hergestellt. Die erste, B100, weist äußerst innovative Eigenschaften auf und wurde durch die Extrusion eines neuen Typs von Mater B entwickelt, dem Biokunststoff von Novamont.
Novamont arbeitet seit jeher an der Entwicklung biologisch abbaubarer und kompostierbarer Produkte als Antwort auf die Umweltprobleme und die Bedürfnisse der Verbraucher, die immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen. Die steife und sehr transparente Folie hat Eigenschaften, die sie zu einer ausgezeichneten Außenschicht einer kompostierbaren Verbundstruktur und zu einem hervorragenden Druckträger machen. Für den Druck setzte Ute Eco die Flexodruckmaschine Diamond HP 112 ein, die sich ideal für große Abzüge mit 10 Farben und einer fortschrittlichen Trocknungseinheit ermöglicht eine Optimierung der Verdampfung und damit eine Energieeinsparung von bis zu 35%. Die B100-Folie, die sich zum Lackieren und Metallisieren eignet, um Barriereeigenschaften zu erzielen, wurde mit der Zweikomponentenbeschichtung Sunbar BARX 221-222 von Sun Chemical behandelt, die die Sauerstoffdurchlässigkeit des Substrats verbessert und mit den wasserbasierten Aqualam-Farben aus der Aqualam-Serie von Sun Chemical bedruckt, die für die OKA-Kompost-Zertifizierung getestet und geeignet sind und für den Hochgeschwindigkeitsdruck auf Laminatsubstraten entwickelt wurden. Als Siegelschicht kommt die Folie B102 von Ticinoplast zum Einsatz, die mit ihrer speziellen Formel des Biomaterials die beste Leistung in Verpackungslinien garantiert. Die Kombination von B100 und B102 ist die ideale Lösung für die Herstellung eines kompostierbaren Laminats, das für verschiedene Anwendungen im Lebensmittelbereich verwendet werden kann. MaterBi ermöglicht es heute, bei Produkten mit kurzem Lebenszyklus die Verschwendung von begrenzten Ressourcen zu vermeiden und die Produktion von Restmüll zugunsten der Rückgewinnung von Ressourcen zu reduzieren, die nach der industriellen Verarbeitung in Kompost umgewandelt werden, wodurch sich der Kreislauf der Natur schließt, in dem nichts mehr Abfall ist, sondern alles wieder zur Ressource wird. Die Kaschierung erfolgte auf der Uteco Rainbow 4.0, einer hochautomatisierten Kaschiermaschine, die speziell für die Bedürfnisse von Lebensmittelverpackungen entwickelt wurde. Das Ganze erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 500 Metern pro Minute ohne Verwendung von Lösungsmitteln. Die Laminierung erfolgte bei einer Geschwindigkeit von 500 Metern pro Minute ohne Verwendung von Lösungsmitteln mit dem lösungsmittelfreien kompostierbaren Klebstoff Sunlam SFC 100 HAC 306 von Sun Chemical mit geringem Monomergehalt und einem hohen Anteil an erneuerbaren Stoffen und das Sortiment von Sun Chemical an Laminierprodukten für nachhaltige, industriell kompostierbare Verpackungen vervollständigt. Wiederverwendbarkeit und Ökodesign und Verbraucher, die an weniger Sperren und nachhaltigeren Verpackungen interessiert sind, verändern die Verpackungsbranche. Die Herausforderung besteht heute darin, die Einführung dieser Lösungen zu erleichtern. Dank unserer Lieferkette ist es möglich, eine sofort einsetzbare Lösung im Food Packaging zu erhalten. Hier sind wir wieder. Willkommen zurück. Elisabetta hatte vorher von der Trademark MaterBi gesprochen. Kannst du uns etwas über eure Materialien erzählen und wie diese Materialien zu dieser ersten Lösung im Video beigetragen haben? Sehr gerne. MaterBi ist die Trademark, mit der Novamont seine Materialien vermarktet. Es ist eine große Palette von biologisch abbaubaren und kompostierbaren Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen, die immer mit Blick auf das Ende der Lebensdauer entwickelt wurden. Und wir haben kompostierbare Lösungen gemäß EN 13432, das ist also die Bezugsnorm, aber auch Produkte, die für die Heimkompostierung geeignet sind oder andere, die auch im Boden biologisch Abbau sind oder sogar im Meer. Die meisten unserer Materialien sind für die Blasfolientechnologie ausgelegt und können auf Standard-Polyethylenlinien verfilmt werden. Wir haben hier verschiedene maschinische Eigenschaften, also gute Schweißbarkeit, sowohl thermisch als auch mit Ultraschall und eine große Bandbreite an Schweißtemperaturen, was auch koextrudierte und laminierte Folien ermöglicht mit unterschiedlicher Schweißtemperatur außen und innen und einer sehr guten Beständigkeit gegen Öle und Fette. Und das gilt praktisch für alle MaterBi-Produkte, speziell aber für die Packaging-Produkte. Und deswegen haben wir für diese Zusammenarbeit Materialien entwickelt, die für den Druck und die Kaschierung optimiert sind und eine bessere Transparenz haben und auch eine Oberflächenbehandlung erfahren können, wie nämlich die Metallisierung und die Lackierung.
Und auf diese Weise geben wir den Konvertern die Möglichkeit, auch die Gasbarriere zu verbessern. Das war vorher nur in der Koextrusionsphase möglich. Und wir führen auch eine bessere Feuchtigkeitsbarriere ein. Diese Materialien haben dazu beigetragen, dass wir mit Ticinoplast in diesem Bereich arbeiten konnten und zusammenarbeiten konnten. Genau, und mit Claudio. Ja, Claudio, man hat dich gerade genannt, beziehungsweise Ticinoplast wurde gerade genannt. Was möchtest du noch hinzufügen, vor allem auch zu dem Video? Dank der Zusammenarbeit mit Novamont, von der Elisabetta gesprochen hat, hat Ticinoplast eine neue Familie von kompostierbaren Folien auf den Markt gebracht, die auch zertifiziert sind und die speziell für die Herstellung von kompostierbarer Verpackung, auch mehrschichtiger Verpackung, entwickelt wurden. Hier haben wir die B100-Folie, die wurde also als Druckträger entwickelt und ist deswegen besonders gut, weil sie so steif ist. Auch im Tiefdruck wird sie verwendet. Dann ist das auch sehr gut für den Spiegeldruck beispielsweise. Es eignet sich auch für die Papierkaschierung zur Herstellung von Briefumschlägen mit Fenstern. Dann geeignet auch als Ersatz für BOPP, PP, OPA, PET und alle herkömmlichen Drucksubstrate in kompostierbaren Verpackungsanwendungen. Und wie Elisabetta schon sagte, für die Beschichtung und für die Metallisierung. Wir haben in diesem Fall B102 verwendet als Folie, als Siegelschicht für ein kompostierbares Laminat aus der B100-Folie. Weil sie weich ist und auch sehr gute mechanische Eigenschaften hat, gute Transparenz und gute mechanische Eigenschaften. Und auch ein ausgezeichnetes Schweißverhalten. Also wir haben hier 65 Grad. Das ist also sehr niedrig. Okay, vielen Dank, Claudio. Dann Pierangelo, Sun Chemical. Welchen Beitrag leistet ihr? Also, die Zusammenarbeit mit den Kollegen hier ist schon vor einiger Zeit entstanden und wir entwickeln also Produkte aus dem Sortiment von Sun Chemical, um diese innovativen und kompostierbaren Materialien noch zu verbessern und eine Lösung zu einer praktikableren Alternative zu den Multimaterialverpackungen anzubieten, die wir momentan überall auch in den Supermärkten sehen können. Und diesbezüglich hat Sun Chemical Forschung und Entwicklungsarbeit darauf ausgerichtet, ein innovatives Lösungskonzept anzubieten, das auf Kompostierbarkeit aufbaut, abgesehen also von sehr viel verschiedenen Farbangeboten, eine große Palette von Druckfarben, die auch TÜV-zertifiziert sind. Haben wir auch Laminierlösungen mit wasserbasierten und lösungsmittelfreien Klebstoffen, ein Barrierelack auch, der zertifiziert ist und zur Verbesserung der Barrierefähigkeit beiträgt. Dann haben wir noch weitere Produkte, die in der Pipeline sind, wie Cold Seed beispielsweise. Das ist ein kompostierbarer Heimklebstoff, den wir im ersten Quartal 2022 auf den Markt bringen werden. Vielen Dank, Pierangelo. Dann ist es jetzt die Zeit für ein zweites Video. Hier sehen wir den Druck und die Laminierung einer recycelbaren Polyethylenverpackung. In diesem Video geht es um die Entwicklung eines 100%igen Monomaterial-Polyethylen-Laminats, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist, mit dem Ziel besserer Wiederverwertbarkeit einer zunehmend kreislauforientierten Wirtschaft. Der Protagonist des Clips ist BOPE, eine biorientierte Polyethylenfolie mit Spannrahmen mit guten mechanischen und optischen Eigenschaften, die sich für den Druck und ein- und mehrschichtige Anwendungen eignet. Das Projekt BOPE Pioneer wurde dank der wertvollen Zusammenarbeit zwischen Ticinoplast und PlastChemT entwickelt. Die Struktur besteht aus einem Druckträger aus BOPE PNRB37P, einer hochinnovativen Folie, eine Mischung aus hochdichtem und linearem Niedrigpolyethylen, die dem Material Glanz und Transparenz verleiht, die für andere Polymere typisch sind, sowie mechanische Eigenschaften zur Optimierung von Prozessen und mit hervorragenden Druck- und Verpackungsergebnissen.
Diese Folie eignet sich auch für Veredelungsverfahren wie Metallisierung und Lackierung zur Verbesserung der Barriereeigenschaften. Für das Siegelsubstrat hat Ticinoplast eine Folie aus Blasfolie extrudiert, die speziell für das Laminieren auf BOPE entwickelt wurde und dank ihrer extrem niedrigen Siegeltemperatur die gewohnte Leistung beim Verpacken garantiert. In diesem Fall hat Uteco ihre besonders vielseitige und präzise Diamond HP112 und die innovative Technologie der lösungsmittelfreien Kaschiermaschine Dualam eingesetzt, die bei kleinen Abzügen eine bis zu 35% höhere Produktivität als eine herkömmliche Maschine garantiert. Alles sehr nachhaltig. Dualam verfügt über ein innovatives Kaschiersystem, das die Beschichtung von lösungsmittelfreien Hochleistungs-Zweikomponentenklebstoffen bei Geschwindigkeiten von bis zu 500 Metern pro Minute und einer um mehr als 90% reduzierten Aushärtezeit ermöglicht. Die wasserbasierten Druckfarben der Aqualam-Serie von Sun Chemical, die für den Hochgeschwindigkeitsdruck von Kunststofffolien für die Laminierung entwickelt wurden, wurden für den internen Druck ausgewählt. Die Kaschierung zwischen den beiden Folien wurden mit der Dualam-Kaschiertechnologie durchgeführt, die dank der speziellen Klebstoffe Dualam DCI017A und DCO005 eine erhebliche Reduzierung des nicht-polymeren Anteils der Struktur ermöglicht, um so die Wiederverwertbarkeit und die Qualität des Rezyklats zu verbessern. Die Dualam-Laminiertechnologie ist auch flexibel in der Anwendung, was den Einsatz herkömmlicher Klebstoffe je nach Leistung der Endstruktur und der gewünschten Eigenschaften ermöglicht. Claudio, sehr interessant dieses Video, aber kannst du uns mal erklären, was wir eigentlich gesehen haben? Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, machen wir ein 100% Polyethylen-Packaging. Das Druckmedium ist eine biorientierte Spannrahmenfolie aus Polyethylen. Das Projekt Pioneer, so nennen wir es, und das haben wir mit Ticinoplast und PlastChimT entwickelt. Ticinoplast hat ein großes Wissen hinsichtlich der Herstellung von PE-Folien in Bezug auf Design und Struktur. Und diese Folie ist auf die Recycelbarkeit ausgerichtet. Es erleichtert auch Monomaterial-PE-Strukturen, wodurch die Verpackungen leicht zu recyceln sind und eine Wiederverwendbarkeit beim Food Packaging ermöglicht wird. Wir haben hier eine sehr gute Bedruckbarkeit, eine hohe mechanische Eigenschaften, sehr gute Schweißbarkeit zur Vermeidung von Leckagen und zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen. Wir haben drei Arten dieser Folie. Einmal 100% lineare Folie, dann 100% Folie mit hoher Dichte, während die erste eine niedrige Dichte hatte, oder auch eine Mischung aus hoher Dichte und linearer Folie. Und das ist praktisch die Folie, die wir heute vorstellen. Es gibt noch verschiedene Versionen dieser Folien. Die sind bedruckbar, siegelbar, einseitig behandelt oder beidseitig, beschlagfrei, metallisiert. In diesem Fall haben wir PNRB37P. Das ist eine Folie. Und der Schwerpunkt lag hier auf der Realisierung einer bedruckbaren Folie mit hoher mechanischer Leistung und Transparenz, um die Druckeigenschaften auf Uteco-Maschinen zu verbessern. Und Ticinoplast hat auch eine extrudierte Folie in Blasenform entwickelt, die praktisch sehr rutschig ist, um die beste Leistung bei der Verpackung herzustellen. Die Verwendung von BOPE-Folien bietet wirtschaftliche Vorteile, da sie hohe mechanische Eigenschaften aufweist und auch den Ersatz von externen PA und PET ermöglicht. Die entwickelte Technologie für die PE-Blasfolien, die als Innensiegelfolie verwendet werden kann, ermöglicht es auch, das Gewicht zu reduzieren. Das heißt, man kann es leichter recyceln und hat im Endeffekt auch weniger Plastikabfall. Ja, danke Claudio Pierangelo. Was hat Sun Chemical für eine Rolle gespielt hier?
Wie Claudio bereits sagte, als unsere Partner uns von der Reduzierung und Recycelbarkeit erzählt haben, und da sind das ja praktisch zwei von unseren fünf R's, da hat Sun Chemical sofort gesagt, ja, wir sind dabei. Und bei der konkreten Umsetzung dieses Konzepts haben wir auch eine Reihe von Druckfarben auf Wasserbasis mit hoher Wärmebeständigkeit verwendet, um auch die Recycle-Prozesse zu verbessern. Und Sun Chemical hat eine Reihe von Produkten entwickelt, die eben vor allem auch für die Verbesserung des Packaging ausgerichtet ist. Wir haben hier auch die Barrierefähigkeit zum Beispiel und das Coating, das darauf ausgerichtet sind, noch bessere Lösungen hinsichtlich der Barrierefähigkeit zu gewährleisten. Wir haben bei diesem Konzept vor allem eine Reihe von Farben auf Wasserbasis verwendet, die leicht recycelbar sind. Und dann haben wir auch die Dual-Lamp-Technologie, die wir vorher schon gesehen haben. Das ist eine Technologie, die praktisch das Gewicht der Verpackung reduzieren kann und somit eine bessere Recycle-Fähigkeit am Ende des Lebenszyklus des Produkts aufweist. Und abgesehen von der Dual-Lamp-Technologie, also bei dieser Dual-Lamp-Technologie haben wir den Vorteil, dass die heiße Kammer vermieden werden kann, weil die Durchlaufzeiten sehr kurz sind, was zu einer Verringerung von CO2-Emissionen führen kann und auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. Und all diese Technologien haben auch den Vorteil, dass sie kombiniert werden können, um noch bessere Leistungen zu erzielen bei den neuen Verpackungen, die wir entsprechend der Multimaterial- oder Alternativverpackungen dann neu gestalten. Danke, Pierangelo. Dann ist jetzt die Zeit gekommen für einen dritten Video. Einer der Trends bei Nachhaltigkeitsprojekten im Bereich von Food Packaging ist die Reduzierung des Verpackungsgewichts. Vor diesem Hintergrund lehnt die hier vorgestellte Lösung das einschichtige Konzept mit externer Bedruckung ab. Hierfür wurden die Electron Beam Flexo Wet Flex Farbserie in Kombination mit dem sterilisierbaren EB Flexo H79398 Überdrucklack verwendet. Electron Beam Wet Flex Tinten basieren auf einer lösungsmittelfreien Technologie. Sie sind daher frei von flüchtigen organischen Verbindungen, VOC. Sowohl die Farben als auch die Lacke sind gut kombinierbar und bieten daher Verpackungen und Druckerzeugnisse mit hoher Festigkeit. Ein großes Potenzial für die Herstellungen von Produkten mit weniger Gewicht. Sun Chemical hat eine Reihe von EB-Flexo-Produkten entwickelt, die die Wetflex-Farben ergänzen, wie zum Beispiel das Laminierweiß W2774 oder das First Down Weiß mit hybrider Wasserbasis Elektronenstrahltechnologie. Darüber hinaus ergänzen Aeroblock-Beschichtungen und Passlim-Klebstoffe, die die Sauerstoffbarriereleistung für eine Vielzahl von Substraten sowohl für Monomaterial als auch für Multischichtstrukturen verbessern können, das Angebot von Sun Chemical für nachhaltige Lösungen. Für den Druck setzte Uteco seine Spezialmaschine Onyx XS Eco One ein, die sowohl das Bedrucken der Monolayer-Folie als auch den Laminierprozess ermöglichte. Die mit der EB3-Technologie ausgestattete Onyx XS Eco One wurde für den Einsatz von elektronenstrahltrocknenden Farben konzipiert und garantiert eine hohe Produktionseffizienz, eine Geschwindigkeit von 300 Metern pro Minute, reduzierte Emissionen und Energieeinsparungen von bis zu 30% im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Hier sind wir wieder, Pierangelo. Weiter geht's mit dir. Beschreib uns bitte, was wir gerade gesehen haben in diesem dritten Video. Ja, sehr gerne. Also das dritte Konzept, das wir heute vorstellen als nachhaltiges Packaging, betrifft den Außendruck, der mit EB-Wetflex-Farben hergestellt wird und mit einem hochhitzebeständigen EB-Flexodruck über Lack veredelt wurde.
Die Wet-on-Wet-Technologie weist einige sehr wichtige Merkmale auf, wie zum Beispiel keine Lösungsmittel oder Fotoinitiatoren, dann hohe Haftfähigkeit und Flexibilität, ein großes Potenzial für Verpackungsanwendungen mit geringem Gewicht und die Monofolie zum Beispiel. Die Kombination von Wet-Flex-Tinten mit Barrierebeschichtungen, von denen wir bereits gesprochen haben, ermöglichen praktisch den Übergang von Multimaterialverpackungen, die sehr schwer zu recyceln sind, zu Monomaterial- oder Monoschichtprodukten, die wesentlich leichter zu recyceln sind. Zu den vielen Aspekten der EB Wet-Flex-Technologie gehört natürlich auch, dass sie von außen bedruckt wird. Also der Hauptaspekt dieser Technologie kann also darin gesehen werden, dass es sehr leicht ist, die Oberfläche zu entfärben beziehungsweise den Recyclingprozess noch mehr zu optimieren. Und das kann man ja auch hier sehr gut sehen. Perfekt. Vielen Dank, Pierangelo. Dann zum Abschluss dieser Präsentation, dieses Webinars, haben wir für unsere Gäste eine Reihe von Q&A vorbereitet, also kurze Fragen mit ebenso kurzen Antworten. Und wir beginnen mit der Dame, Ladies First, Elisabetta, bitte. Also, wenn alle Komponenten, von denen du gesprochen hast, wirklich zertifiziert kompostierbar sind, bedeutet das dann auch, dass das endgültige Laminat es auch ist, also automatisch auch zertifiziert kompostierbar ist? Leider nein. Das endgültige Laminat muss ebenfalls zertifiziert werden, weil die Teile der Zertifizierung bis zur endgültigen Struktur reichen und der Konverter sich dann auch um die letzten Aspekte kümmern muss. Okay, vielen Dank. Dann die erste Frage an Claudio. Welche Auswirkungen haben diese neuen Materialien auf die jetzigen Verpackungslinien? Wir arbeiten hart daran, um sicherzustellen, dass die neuen Materialien problemlos auch auf den jetzigen Verpackungsmaschinen eingesetzt werden können. Das funktioniert normalerweise auch. Man muss vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit den Maschinen umgehen. Aber wichtig ist, dass die Maschineneinstellungen im Vergleich zu herkömmlichen Materialien auch verändert werden müssen. Danke. Erste Frage an Pierangelo. Der Ersatz von Multimaterialstrukturen, ist das wirklich der stärkste Trend im Moment? Also das ist sicherlich einer der Hauptaspekte, auf den sich der Markt gerade konzentriert hinsichtlich der Nachhaltigkeit und der Verbesserung auch der Recycelbarkeit von Verpackungen. Aber das ist nicht alles. Heute haben wir auch einen weiteren wichtigen Aspekt vorgestellt, der betrifft die Kompostierbarkeit. Und wir können noch einen weiteren erwähnen, und das ist praktisch der Übergang von Kunststoffverpackungen zu Packaging mit Papier oder Pappe. Ja, vielen Dank, Anan. Nach dieser ersten Zusammenarbeit, wie wird es weitergehen? Die Idee von Uteco ist, dass wir praktisch der ganzen Welt die Möglichkeit geben, wiederverwertbare und auch umweltfreundliche Verpackung zu haben. Und die Idee ist, dass wir das nicht nur auf dem europäischen oder amerikanischen Markt haben wollen, sondern wir zielen auch viel mehr auf die Schwellenländer ab und wir wollen der ganzen Welt dabei helfen, eine grünere Zukunft zu haben. Ja, das war eine kurze Zusammenfassung. Eine sehr gute Mission. Gut, es geht weiter mit der zweiten Frage an alle. Elisabetta, diese neuen umweltfreundlichen Einrichtungen, garantieren sie die gleiche Sicherheit wie die traditionellen Einrichtungen? Absolut ja. Also auch all diese Materialien sind Kunststoffe und unterliegen deswegen auch den gleichen Vorschriften, die wirklich sehr streng sind. Danke, Elisabetta. Claudio, kann man diesen Produkten auch eine Nachhaltigkeitszertifizierung zuordnen? Absolut ja. Als Ticino Plast haben wir die ISCC Plus Zertifizierung, um unsere Folien mit einem Nachhaltigkeitszertifikat versehen zu können. Danke, Pierangelo. Können Sie mit der richtigen Kombination aus Kodierung und Klebstoffen auch EVOH oder metallisierte oder aluminiumbasierte Strukturen ersetzen? Wie bereits erwähnt, ist es so, dass die integrierten Lösungen von Sun Chemical in Kombination mit innovativen Folien und Materialien auf dem Markt natürlich auch es ermöglichen, auf Lösungen zu setzen, die die jetzigen Barrierestrukturen wie VH oder metallisierte Folien oder Aluminium ersetzen können.
In anderen Bereichen gibt es noch sehr viel zu tun und es ist notwendig, dies auch mit der Lieferkette zu teilen, wofür wir ja heute ein Beispiel haben und auch mit den Convertern, die das Verpackungsmaterial sehr gut kennen. Danke, Pierangelo. Dann letzte Frage an Anand. Wie können die Converter auf diese Informationen zugreifen? Ja, sagen wir, dass der Zweck dieses Projekts, auch dank des Wissens unserer Partner, die Idee ist, auch als Partner mit unseren Kunden und unseren Convertern eine nachhaltigere Welt zu schaffen. Unser Convertron wurde mit Maschinen ausgestattet, die nicht nur für den Handel mit traditionellen Materialien, wenn wir sie mal so nennen wollen, geeignet sind, sondern auch für Materialien, über die wir gerade sprechen. Also die Idee ist praktisch, dass wir uns sowohl um die Ausbildungsphase kümmern und das dank des Know-hows unserer Partner, aber auch um den Druck und um die Konverter, sodass es eine grünere Welt für alle geben wird. Liebe Freunde, leider sind wir am Ende dieser Präsentation angelangt, aber bevor wir uns verabschieden, möchte ich mich natürlich nochmal bedanken bei unseren Gastgebern, Elisabetta, Anand, Claudio und Pierangelo. Vielen Dank für eure Zeit. Wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an unsere Experten unter der E-Mail-Adresse utecovr@uteco.com. Ich heiße Pietro, es war mir eine Freude und wir sehen uns bald wieder bei der nächsten Präsentation. Auf Wiedersehen aus Verona.